hat ja Sieger 1-5 Niederlage gegen den EHC Kloten. Einen Moment lang hat es auch danach gewirkt, als ob er gerade in der Offensive nicht mehr so genau wusste, wie er zu diesen Goal kommen soll. Ist die Tat und Wahrheit dann nachher auch so gewesen? Ja, Kloten hat sicherlich definitiv sehr solid gespielt. Ich glaube, es war für uns schwierig, durch die neutrale Zone zu kommen. Oder auch in der offensive Zone, um Chancen zu kreieren. Ich glaube, wir haben sehr viele Schüsse gehabt, aber die Schüsse waren vielfach von außen. Wir haben Mühe gehabt, um vor das Goal zu kommen. Ja, sicherlich so gewesen. Auf der anderen Seite der EHC Kloten, Sie haben es angesprochen, wo gerade defensiv sehr eine gute Partie gezeigt hat. Was hat es so schwierig gemacht für euch? Ja, eben, ich glaube, für uns war es schwierig. Ich glaube, wir haben probiert, wir haben sehr hart gearbeitet. Sie sind aber immer wieder gegen sie aufgelaufen und sie sind Konter gefahren, die immer sehr gefährlich waren. Und das ist natürlich sehr mühsam über die Zeit. Und ich glaube, wir haben probiert, im letzten Drittel noch mal anzukommen. Aber ich glaube, sie haben auch mit diesen Goals haben sie uns nachher wirklich noch alles genommen.